Hallo, 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 hallo. Genau. So, das habe ich heute früh geholt. Genau. So. Wo waren wir denn stehen geblieben? War das M? Nee, das war die Map. Hier, Missionslogbuch. Wir haben ja nur noch zwei offen. Event des Wohlstandes und das ist ausgeschaltet hier oben. Blockadenbrecher. Bla 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 bla. Okay. Ich glaube, das ist die da. Dann kommt rein hier. Da. Genau, genau, genau. Sprich mit General Avis. Na, das werden wir doch. Das werden wir doch mal machen. Meine Güte. Wo ist der? Da oben. Lull. Ich muss mal ganz kurz was lunzen hier. Ja, ist alles an. Super. So muss es sein. So soll es auch sein. Und ich muss da rein. Wie komme ich da hoch? Torte. Kira, alles in Ordnung mit dir? Sag mal, hier gibt's sonst nichts weiter, okay. General Aves, man sagte mir, ihr würdet Hilfe brauchen. Jedi, ich weiß, die Kräfte des Ordens sind weit gestreut. Aber das Imperium wird nicht so leicht aufgeben. Wie Corporal Hartke schon sagte, haben wir keinen Zugang mehr zu den Raketenbahnen. Was er nicht weiß, ist, warum. Das Imperium hat ein paar modifizierte Neutronenemitter in die Finger gekriegt. Damit schalten sie jeden an Bord der Züge aus. Hier. Es wäre unnütz, uns Zugang zu den Zügen zu verschaffen, wenn wir sie nicht benutzen können. Die Neutronenemitter haben nur eine Wirkung auf Lebewesen. Die Züge selbst funktionieren einwandfrei. Die Republik hat überall auf Corellia Verbündete. Aber das nützt uns nichts, solange wir sie nicht erreichen können. Wir müssen diese Neutronenemitter finden. Wir haben gehört, dass Korsak vielleicht eine Spur zum Standort der Neutronenemitter hat. Sie haben sich einen sicheren Posten im Rotlichtsektor geschaffen. Korsak, sind das Verbündete? Das klingt mir nicht sehr sicher. Falsche Taste. In Rotlichtvierteln wimmelt es normalerweise doch nur so von Verbrechern. Nicht mehr. Viele Zivilisten verstecken sich dort. Die meisten Casinos, Clubs und Kantinas wurden geschlossen. Ohne die Züge kann man den Rotlichtsektor nur zu Fuß erreichen. Und der Weg dorthin wird von imperialen Schocktrupps bewacht. Wenn ihr die Versorgungslager des Imperiums angreift, werden die Schocktrupps abgelenkt. Meine Eskorte dringt so schnell es geht zu Korsak vor. Jo, mach mal gleich. Ich muss vorher das dort noch anschalten. So. Ich werde die Schocktrupps so lange beschäftigen, bis ihr sicher vorbei seid. Der Weg ist übersät mit abgestürzten Schiffen und toten Soldaten. Egal. Ich habe nicht vor zu trödeln. Ich auch nicht. Wenn ihr den Rotlichtsektor erreicht, treffen wir uns im Goldenen Abstieg. Das ist ein altes Casino, das Korsak als Festung nutzt. Ich gebe Korsak Bescheid, dass wir kommen. Wir sind gleich hinter euch. Ich wollte schon sagen, ich wollte schon nachfragen, ist das eine Frau, der Goldene Abstieg? Aber gut. Es ist dann ein Casino. Zerstöre die Vorräte östlich, südlich, westlich vom Imperium Lager. Oder des Lagers oder die Lager oder whatever. Gut. Hoch mal das.
Zu kaufen gab's hier ja nichts für mich wirklich. Ich frag mich immer noch, wie ich das hier höher kriege. Apropos das höher kriegen, ne? Ich hab wieder en masse aus und leck mich doch. Kann ich nicht, wird verkauft. 75! Holy shit! Boah, ich muss irgendwann mal hier so einen scheiß Vergleich machen. Schuhe, hier sind wieder Schuhe. Das sind auch Schuhe. Welches Level sind denn die? 75, das müsste eigentlich da runter. Also dort hin. Das hier ist so ein Ding fürs Ohr. Das hier ist was fürs... für die Augen, also für den Kopf. 75, 61, 75. Handschuhe. Darunter zählt auch das. Hosen, das, das. Genau. Ich muss da mal irgendwann so einen Vergleich machen und das beste Beilchen, den Rest verkaufe, damit ich mehr Platz habe. So, da lang muss ich. Und dann will ich irgendwann auch den Wohlstand machen. Ich will wissen, was dabei rauskommt. Wohlstandstoken müsste ich, glaube ich, ein paar haben. So, wo geht's hin? Ist ja alles hier. Easy. Die klatschen wir alle weg. Und natürlich Ausschau halten. Nicht nach sowas, sondern nach blinkenden Teilen oder leuchtenden Teilen. Irgendwo werden noch bestimmt noch welche sein. Hier könnte ich es mir gut vorstellen. Aber gut. Was war das? Okay, das ist gesperrt. Dit ist gesperrt. Da oben war man ja schon, weil da hinten irgendwie eins war, genau. Und ich muss wieder hierher, ernsthaft? Wow. Muss ich jetzt hier rein? Das erkennt man halt sau schlecht. Ja, hier rein muss ich. Ah, ich liebe mein neues Lichtschwert. Das ist die Farbe davon. So. Nein, nein, so. Hui. Hallo? Jetzt haben wir es kaputt gemacht. So, 4 von 15. Ah.
7 von 15. Wir müssen noch ein paar kaputt machen. Jetzt ist die Frage, das zählt für... Ah, für alle. Okay. Okay. Wir folgen dem Pfad hier. Düt. Stopp mal, Autofahren. Ja, doch. Und hier oben gibt's nichts, okay. So. Nö, hier auch nicht. da ist die nächste Kiste, also kämpfen. Was war das? Ah, okay. Gibt's nicht. Ja, machen wir das schnell auf, da wieder fertig. Alter, der ist ausgewichen, der Hund. Oh ne, es gibt einen zweiten Teil. Sensorfelder zerstören. Schick mal hin. Wo sind die? Ah, das sind so eine Dinger. Boah, da muss ich natürlich hinrennen. Da muss ich natürlich wieder hinten und kämpfen. Gut, da hinten ist Nummer 2. Das heißt, ich kann die bei der beim letzten Ding auch fertig machen. Ist der schon down? Hä? Der da hinten ist es. Ah! Jura, kümmer dich! Ah, Schnecke! So, den Loot braucht man nicht. Das letzte. Das ist ja gleich vorne. Das ist ja gleich da vorne. Da hinten ist das andere Gedöns. Ich bin jetzt ernsthaft den Weg bis dahin freikämpfe. Da hast du noch ins drinne. Dann nehme ich das da drinne. Na, hallo, wie siehst du mal an?
Leute, rennt einfach weg, der Hund. Marsch. Wie viel Leben hast du? 24 ist easy zu klatschen. So, was ist der dritte Teil? Zerstöre die imperialen Turbolaser. Wo? Hallo? Wo? Nee. Wo? Ach, dort. Also wieder zurückfahrt. Lul. Warte mal, die sind ja gar nicht dort, wo ich erst war. Die sind hier hinten. Da ist er. Block die imperialen Codes. Hi! Was bist du für einer? Jeder, der auf mich schießt. Was jetzt davon? Neuer Kodex-Eintrag. Güter. Da müssen wir noch gleich mal nachgucken. Das müsste C gewesen sein, genau. Was haben wir überhaupt alles neu bekommen? Hier ist der Güter, aufrichtige, anständige, unüberwindliche, erhabene, Scharlackstampfer, Wurmfutter, ach ja. Der ehrenhafte Ritter der Republik, der Pilot, kompromisslose Ritter des Maelstroms, der Hüter der Wahrheit, Fliegerass, Freund. Naja, Padawan, okay, nö, ich bleib dabei, der Kompromisslose, das passt eher zu mir. Das passt eher zu mir, muss ich sagen. So, und wie komme ich jetzt da drüben ran, ohne großartig zu kämpfen? Weil ich habe schon und so kaputt gemacht, die Menschen. Die sind natürlich alle wieder nachgespawnt. Ja, war klar. Ach, komm. Dann kämpfe ich halt gegen die hier. So. Hui, die sind wieder nachgespawnt. Oh, das war dir. Die sind einfach. Hallo? Kämpfe? Kira, du machst das, ich geh kaputt machen. Nice! Thank you.
Fall um. Und wow. Schön. Wo soll ich denn jetzt hin? Was? War ich dort nicht gerade? So scheiße. So. Aber erstmal schon trinken, ja. Ach, das automatische Fahren fetzt schon. Muss ich da rein? Ja. Badacron. Nö. Du kannst hier drinnen nicht fahren. Warte mal, was? Das ist fies. Hey, mit dem habe ich doch schon irgendwas zu tun gehabt. Chanusna, Asubi Mota Uipa, Muja Job Chalka. Se Gota do Muti Kihasa da Punyo. Lies di Woto. Wie könnt ihr Glücksspiel mit dem Leben anderer Leute betreiben? Chobet I Kafstuan, Dile Jihulo Kuta. Kabanotase Makipuna, Malituta Udmishka. Bagthra Wanawaga Mipunawa Duetwipe. Niemand installiert versteckte Kameras ohne guten Grund. Ni at Ambumpa Boshuda Mokili Moklanki. Chikospa ini gudat iji gliska chanagawa. Ne, da oben programmieren die versteckten Kameras. Leute, die Mission hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Okay, dann geht's halt weiter. Hat man euch eine Erfolgswahrscheinlichkeit genannt? Ja, aber die wollt ihr gar nicht wissen. Jedi, man sagte uns, dass ihr in der Gegend seid. Meine Leute wären aufgrund von Fehlinformationen der Aufklärung bei einem Angriff auf die Rendili Vehicle Corporation fast draufgegangen. Wenn ihr uns helfen könntet, stünde ich tief in eurer Schuld. Was für eine Kooperation? Rendili Vehicle. Randalautos, alles klar. So. Warum ist dieser Fahrzeughersteller so ein wertvolles Ziel? Als das Imperium Rendili übernommen hat, konnte das Personal evakuiert werden. Aber dabei wurden ein paar der schnellsten Fähren der Galaxis zurückgelassen. Die Dinger fliegen schneller, als ein Hutte jemanden betrügt. Die wären extrem wichtig für die Versorgung und Unterstützung. Leider hat unsere Aufklärung die Söldnerarmee übersehen, die das Imperium hier stationiert hat. Jetzt müssen wir geschickt vorgehen. Wir haben einen Plan, um die Fähren heimlich, still und leise zu stehlen. Aber wir brauchen Hilfe beim Zugriff und der Ablenkung. Die einfachen Pläne sind oft die besten. Einfach mit gezückter Waffe einmarschieren. Genau. Das haben wir schon probiert. Hör zu. Meine Männer können das Lager über einen Tunnel infiltrieren. Aber die Tür ist von innen verriegelt. Wenn ihr helfen wollt, müsst ihr euch zunächst einen Weg da reinkämpfen und die Tür öffnen. Danach brauchen wir eine Ablenkung. Das Treibstofflager draußen zu sprengen sollte reichen. Dann können wir die Fähren vor ihren Nasen da rausziehen. Was meint ihr? Dann demonstriere ich mal, wie ein Jedi solche Dinge handhabt. Seht ihr, Jung? Das ist wahre Zuversicht. Dann warten wir mal auf das Ablenkungsmanöver. Jo, dann warte mal, ich hab noch ein paar Missionen. Ich muss erstmal die eine hier abgeben. Hier hinten.
Schön, wie die jetzt erst alle aufploppen. Und wieso ist der so schnell hier? Was ist mit dem falsch? Willkommen im goldenen Abstieg. Korsak hatte die Informationen zu den Neutronenemittern schon für uns bereit. Die Emitter sind bei Corner Shipping, einem Großvertrieb von Raumschiffteilen und Waffen. Ein Ort wie eine Festung. Leider nutzt das Imperium es als Hauptquartier für die Schocktrupps. Nicht mehr lange. Ein direkter Angriff ist also unmöglich. Die Verteidigung ist viel zu gut. Können wir die Verteidigung irgendwie ausschalten? Wenn wir ein paar Monate Zeit hätten, um es gründlich zu planen, vielleicht. Aber die Zeit haben wir nicht. Fast alle Orte auf Corellia haben eine Hintertür. Korsak glaubt, dass einige der selonianischen Tunnel direkt unter Coronet Shipping entlanglaufen. Die Selonianer hatten noch nicht viel mit der Republik zu tun. Also habe ich einen Corellianer vorgeschickt, um mit ihnen zu verhandeln. Er hätte längst zurück sein sollen. Wer ist dieser Corellianer? Könnt ihr ihm vertrauen? Cole Cantarus. Ein ehemaliger Captain der Ratsgarde von Korsak. Er ist impulsiv, aber er hat mich noch nie im Stich gelassen. Naja. Sir, die Imperialen haben den Treffpunkt überfallen. Captain Cantarus und die Selonianerin wurden gefangen genommen. Jemand muss es den Imperialen gesteckt haben. Wissen wir, wo sie sie festhalten? In der Nähe ist eine besetzte Korsak-Station. Dort hätten sie alle Zellenblöcke und Befestigungen, die sie brauchen. Korsak muss den Rotlichtsektor sichern. Ihr müsst Captain Cantarus und seinen selonianischen Kontakt befreien. Ich kümmere mich darum. In den Korsak-Stationen ist noch für viele Gefangene Platz. Helft ihnen, wenn ihr könnt. Aber Cantarus und sein Kontakt haben oberste Priorität. Ich werde Korsak alarmieren. Und meinen Scouts sagen, dass sie Ausschau halten sollen. Geht. Und für etwaige Nebengeräusche übernehme ich keine Haftung. Ich bin nämlich krank. Offener Kristall, gut. Das ist besser als das 104er auf jeden Fall. Machen wir so. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Hier. Okay, die sind auf jeden Fall... Okay, die werden behalten, die werden verkauft. Der Gürtel bleibt sowieso. Die Dinger. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, das wird einzeln genommen. Das ist sehr gut. Hiervon könnte ich tatsächlich zwei behalten. Beherrschung, Ausdauer, Verteidigung, Angriff, das weg, die zwei behalten. Stirnband. Das weg, das behalten. Okay, das bleibt. Die Stufe 75er Sachen bleiben auch. Die Rüstung bleibt. Hose. Ausdauer 309. Die kommt weg. Die bleibt. Hab ich es ja gleich geschafft hier. Ausdauer, Beherrschung, 2326. Oh, die sind nicht schlecht. Kritischer Treffer 108. Schnelligkeit 309, Ausdauer 268, Beherrschung, Präzision. Ich würde die hier tatsächlich behalten. Die hier alle weg. Jetzt geht ihr mal da hoch. Gut, dann habe ich meine Stufe 61 Ausrüstung auf jeden Fall schon mal parat. Genau. Da haben wir das. Da geht's raus, sicher.
Ganz, ganz sicher? Scheint so. Ich müsste eventuell mal ganz kurz zur republikanischen Flotte. Ich bin jetzt Stufe 56. Oh, Snowfood, schöner Name. Da könnte ich tatsächlich mal mein Lichtschwert weiter aufrüsten. Schiffsbauerkantina, goldener Abstieg, Donnerwerft. Ich hoffe, dass mein Money dazu ausreicht, aber dort kann ich dann auch gleich alles verticken. Das ist schön. Oder ich vertick das hier unten gleich irgendwo, wenn ich hier was finde. Da. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Wie viel haben wir denn? Oh, wie sieht's mit der Reparatur aus? 98%, 100%. Ja gut, haben wir ja erst repariert. Wir sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Jo, mach ich nicht. Ich hasse es, erkältet zu sein. Das kotzt mich sowas von an. Ach, und ja, ihr kriegt es bestimmt mit. Ich stream heute alleine. Das heißt, die Folgen werden auch alleine auf YouTube kommen. Grund, wenn ich hier nicht breit treten, geht kein was an. Ich war richtig. Da war der Eik richtig, da war der Eik richtig. Warte mal, ich hab da oben eine Helden plus 2 Mission. Die habe ich doch alle schon gemacht. Egal, zusätzliche XP. So, das überspringen wir wieder mal. Standard. Das ist langweilig, will keiner sehen. Und dann geht's ab zur republikanischen Flotte. Lichtschwert aufwerten und eventuell eine Rüstung kaufen für mein Level. So. Irgendwie. Ich hoffe, dass man da was Ordnungs kaufen kann. Die könnte ich dann auch nochmal aufrüsten, ne? Tatsächlich. Müsste ja rein theoretisch machbar sein. Das interessiert keinen. Ja, genau. Genau. Ich würde halt gerne diese Mission auf Nashadar machen. Das juckt mich in den Fingern. Vielleicht mache ich die gleich, bevor ich wieder nach Corellia fliege. Mal schauen. Tägliche Helden ist was? Nein. Da lang. Ja, 56, genau. Zeig mal her. Beherrschung 88, Ausdauer 47.
Haben wir noch Inhaft? Nee. Kaufen das. Das war für die Rüstung, genau. Kaufen wir einmal. Todbringer. Angriff 57, Beherrschung 69. Ausdauer 52. Einmal das da. Ach, warte mal, hier habe ich auch noch so ein Ding. Beherrschung 91, 97 Ausdauer. Ich würde tatsächlich eher das hier nehmen. Ach du Scheiße. 17 Angriff, 79 Ausdauer. Angriff 52, 46 Ausdauer. Das da. Bleibt am Leben. Jo, alles klar. So oft wie ich eine Mission sterbe, ich soll am Leben bleiben. Da kennt er mich aber nicht. Okay, das ist eine 148er, das ist eine 168er. Das Schwert macht jetzt 342 zu 513. Ja, leck mich fett, ist das geil. Was ist das? Stufe 44er Ausrüstung. Ah ja, komm, wir verbessern dich mal ganz kurz. Hä? Lol. Scheiß Teil. Dann nicht. Nö. Warte mal, was? Kaon wird belagert. Flashpoint. Nee, das mache ich jetzt definitiv nicht. Das kannst du vergessen, mein Freundchen. Die kannst du vergessen. Hi. 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 Seht euch die Ware an. Womit kann ich dienen? Nix. Hat mich sehr gefreut. Da ist es. Ach komm, ist das? Wir fliegen mal nach Marschall ab. Ich will. Es juckt mich nicht. Es juckt mir in den Finger. Deswegen will ich da jetzt mal lunzen, was das für eine Mission ist. Es ist ja auch nur eine gelbe, also. Falsche. Warte, was? Mission annehmen. Und erstmal ausblenden. Kira, wir fliegen zurück. Na, Shadow. Ich will wissen, was das für eine Quest ist. So. Hier waren wir ja schon lange nicht mehr. Hey. Hey. Sag mal, wieso scrollt der immer wieder vor? Thank you.
Was? Salus Corp? Ich konnte das nicht lesen. Was war das denn für ein Name? Warte mal, ist die das? Untersuche den Festverstand auf Nasha da. Hä, das ist doch... Nee. Das ist doch jetzt eine ganz andere... Ihr hinterlasst beachtliche Spuren auf Nasha da, Jedi. Aber ich fürchte, eure Dienste werden immer noch gebraucht. Was? Ich bin Dira Ulyett, Sonderkontakt des Senats für das Huttenkartell. Ich arbeite mit den Hutten, die ein freundschaftliches Verhältnis zur Republik pflegen. Ja, es gibt sie wirklich. Ein alter Freund von euch löst gerade sein Versprechen ein, unser Ziel zu unterstützen. Barish Fenak Turil. Erinnert ihr euch an ihn? Ein Schurke. Jetzt gesetzestreuer Geschäftsmann. Das behauptet er zumindest. Er überschlägt sich geradezu, um seinen Ruf wiederherzustellen. Uns gefällt, was wir sehen. Über seine Quellen innerhalb des Kartells hat Barish geheime imperiale Informationen erhalten. Der Feind trainiert Söldner, um Angriffe aus dem Hinterhalt auf unsere zivilen Truppen durchzuführen. Das Imperium wird jede Beteiligung leugnen, während seine Söldnerarmee uns vernichtet. Wir müssen die Operationen des Feindes stoppen. Alle. Warum bin ich jetzt nochmal hierher geflogen? Ich werde Nasha Dar nicht verlassen, bis diese Bedrohung abgewendet wird. Doch, wir verlassen das dann wieder. Ihr zögert nicht. Gut. Barish wartet. Er wollte persönlich mit euch sprechen. Wenn das Huttenkartell eine Allianz mit der Republik eingeht, könnten wir das Imperium leicht besiegen. Eure Informationen werden dankbar angenommen. Wir nehmen die Dinge ab jetzt in die Hand. Die Aufklärung des SID hat einen feindlichen Industriekomplex ausgemacht, wo es vor schwer bewaffneten Söldnern nur so wimmelt. Wenn diese Armee auf uns losgelassen wird, sind wir Geschichte. Unsere einzige Hoffnung ist es, diese Söldner zu zerstreuen und das imperiale Befragungszentrum zu zerstören. Besiegt den Feind, ehe er einen Angriff starten kann. Ich hatte mich auf ein wenig Freizeit gefreut. Und das Imperium mit einer wunderschönen Frau niederzumachen, klingt entspannend. Dann muss ich vielleicht euren Horizont erweitern. Eins nach dem anderen. Nehmt einen Speeder zum Industriekomplex des Imperiums. Sucht nach dem Druiden, der nicht auf euch schießt. Das ist euer Kontakt. Ich wollte nur diese scheiß Festmission machen. Warum krieg ich jetzt eine neue Mission? Aber gut, die machen wir dann später. Ich guck mir jetzt die Festmission an, dann fliege ich zurück nach Corellia, mach dort erstmal alles fertig und dann können wir nochmal nach Nasha da flatteridatschen, ne? Und hier alles machen. Wohlstand untersuchen. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Der Krieg, nein. Ja, festes ich Wohlstand. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ich bin über die Hälfte der Level wieder nach unten gesetzt worden. Unglaublich. Unglaublich ist das. Da sind wir ja schon. Da sind wir ja schon, da sind wir ja schon. Ach, Sarah, musst du jetzt online kommen? Jetzt verdeckst du mir die Minimap. Grüße geht raus. Erfrischungssonde.
Lol, was haben die denn hier gemacht? Der ist ein bisschen zu groß. Der Großmütige, der Üppige. Die sehen irgendwie gleich aus. Was hat der für Zuckung? Okay. Ich hinterfrag sich, ich quatsch an. Scheiße, was wollen wir machen? Credits gebe ich genau, das kannst du vergessen. Du musst mir alles schenken. Oder wollt ihr am Fest teilnehmen? Ich würde ja gerne am Fest teilnehmen. Ich bin hier, um herauszufinden, was ihr vorhabt. Ich bin nur wegen des Essens hier. Ich möchte mehr über euch erfahren. Das da. Alter, willst du mich verarschen? Verpiss dich! Du Hund. Ja, komm, scheiß drauf. Rundikapa, Kyotopa, Bubanda Bakamulsanita. Okay. Was? Warte mal. Sprich mit IK4C. Sprich mit dem Großmütigen. Und was ist mit denen? Warum sind die hier nicht arbeiten? Warte mal. 8. 8 und 7 und 6. Weil da kriege ich immer Sachen, die recht gut für mein Level geeignet sind. nicht klar, wie beschäftigt ihr seid. Bitte entschuldigt schon an Nüsches. Ich wollte die verantwortliche Person über das Fest kennen, dann kann ich entschuldigen. Ja. Scheiße, was hab ich mir jetzt hier eingebrockt? Warte mal, jetzt muss ich wieder zu... Hä? Was ist denn jetzt hier?
Warte, was? Ich kann nicht mehr an dem Scheiße. Okay. Anders, ich flieg erst wieder nach Corellia. Oh, Scheiß, Alter. Ich mach erst auf Corellia alles fertig. Da hab ich mir jetzt ins eigene Fleisch geschnitten, ey. Scheiße. Erstmal alles ausblenden, was mit Nasha da zu tun hat. Ups. Ja gut. Das macht man andermal, wenn ich Corellia fertig hab. Ach du Heimatland, hätte ich das vorher gewusst. Wo muss ich denn jetzt hinfahren? In die Richtung. Ach du Scheiße. Ja gut, kann man ja nicht vorher wissen. Dumm ist nur, ich darf jetzt keine zusätzliche Mission auf Corellia mehr dazu kriegen, sonst bin ich am Popo. Das heißt, wir machen erst die Helm plus 2 und die und nebenbei machen wir die, dass wir alle drei auf EM abgeben können. So, und solange ich nach Corellia fliege, mache ich ein kurzes Päuschen und bis gleich. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop.